Hallo, heute lösen wir Gleichungen mit Sinus. Ja, der Sinus ist ein besonderer Problemfall. Das sehen wir ja. Das ist so eine wellenförmige Struktur hier. Das heißt also, wenn ich irgendwo eine Lösung habe hier, bei der 0,5, dann habe ich ja hier ganz, ganz viele, viele, viele Lösungen hier. Ich habe ja weder nach oben noch nach unten irgendeine Grenze. Insbesondere bei der vorderen Welle kriege ich zwei Lösungen. Und damit haben wir ein ganz spezielles Problem, denn unsere Sinusfunktion, unsere Umkehrfunktion gilt nur in dem Bereich, wo der Sinus streng monoton steigend ist, also von hier bis hier. Von da bis da geht also die Arcus Sinusfunktion oder ein Taschenrechner dann Sinus hoch minus 1. Ja, was müssen wir dann machen? Wir müssen dann machen Sinus hoch minus 1 auf beiden Seiten ist dann Sinus hoch minus 1 von 0,5. Wenn man es schön mathematisch hinschreiben will, würde man eigentlich dann besser schreiben Arcus Sinus von 0,5. Und das wird man dann in den Taschenrechner eingeben, würde dann eine Lösung, nämlich die vordere hier, erwischen. Das heißt denn, ich hätte hier dann für x, die Umkehrfunktion mit Funktion zusammen ist ja dann x, ist dann ein Sechstel Pi. Ja, jetzt haben wir dann hier hinten noch die Lösung. Wir können uns ja vorstellen, dass das total symmetrisch ist, wenn das hier ein Sechstel Pi ist. Und hier bei der Schnittstelle, hier an der Stelle sitzt Pi. Und wenn das symmetrisch ist, dann muss ich ja das Stückchen da hinten auch abziehen. Also sozusagen, wenn das hier dann x ist, muss das hier an der Stelle immer Pi minus x sein, Pi minus x. Das heißt also, ich hätte hier zwei Lösungen gefunden. x1 ist ein Sechstel Pi, x2 ist dann Pi minus ein Sechstel Pi, hätte ich dann 5 Sechstel Pi als Pi minus ein Sechstel Pi. Ja, und dann hätte ich noch alle möglichen anderen Lösungen, nämlich wenn es dann hier so nach hinten weiterläuft, das heißt also alle Vielfachen von 2 Pi darf ich da noch dazu zählen. Das heißt also hier hätte ich dann Lösungsmenge gleich Menge aller x mit der Eigenschaft x gleich ein Sechstel Pi plus n mal 2 Pi oder x gleich 5 Sechstel Pi plus n mal 2 Pi für alle n Elemente der ganzen Zahl. Ja, auch wenn der Sinus was Negatives sein kann, wird sich daran nichts ändern. Das heißt hier, bei der minus 0,5 schaue ich danach, wo die Sinuskurve geschnitten wird. Auch hier gibt es wieder eine ganze Menge Schnittstellen. Wir haben einmal hier unten was und hier oben was. Dann haben wir hier wieder was. Das heißt denn also hier, im Bereich des Definitionsbereiches der Umkehrfunktion, der ja im streng monotonen Bereich ist, müsste man dann also diesen hier finden. Ja, und den hier ist ja Pi, den würden wir dann auch mit dem Pi minus x finden. Das heißt also, wir können ganz einfach machen, wieder x gleich Sinus hoch minus 1 von 0,5, das ist dann minus ein Sechstel Pi.
Ja, und dann hätten wir den hier. Jetzt müssen wir den hier noch ermitteln. Hier haben wir dann Pi. So, das ist ja hier Pi minus x. Also wären das dann 7 Sechstel Pi. Und das war ja minus 1 Sechstel Pi. Und dann können wir die Lösung an sich dann wieder hinschreiben, so wie wir sie gemacht haben gerade. L gleich Menge aller x mit der Eigenschaft x gleich minus 1 Sechstel Pi plus n mal 2 Pi oder x gleich 7 Sechstel Pi plus n mal 2 Pi. Hier jetzt noch ein kleiner mieser Trick. Sinus Quadrat x minus Cosinus Quadrat x ist 0. Das habe ich ja hier als Aufgabenstellung gegeben. Berechnet mit dem Sinus und hier sitzt auf einmal ein Cosinus drin. Ja, den muss ich natürlich jetzt erstmal wegmachen, denn wir sollten wissen dabei, dass Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x 1 zusammen ist. Das heißt also, hierfür kann ich dann schreiben, Cosinus Quadrat x ist dann 1 minus Sinus Quadrat x. Ein sehr beliebter Trick, sollte man unbedingt behalten. So, damit habe ich dann hier Sinus Quadrat x minus 1 minus Sinus Quadrat x gleich 0. Das heißt also hier minus minus gibt jetzt plus, also 2 Sinus Quadrat x minus 1 gleich 0. Und damit wissen wir dann auch, wenn wir die 1 auf die andere Seite bringen, dass wir dann in unseren guten Gewässern liegen. So, Sinus Quadrat x mal 2 gleich 1, teilen wir dann durch 2. Dann haben wir Sinus Quadrat x gleich 1/2 und ziehen dann die Wurzel davon. Da haben wir dann Sinus x gleich 1 durch Wurzel 2 oder Sinus x gleich minus 1 durch Wurzel 2. Jetzt müssen wir auf beiden Seiten die Umkehrfunktion machen. Aufgepasst, wir haben dann wieder mehrere Versionen. Das heißt also, ich wende jetzt den inversen Sinus an. Den haben wir ja gerade eben schon ein paar Mal gesehen. Das heißt also, ich habe dann einmal x gleich Pi Viertel plus n mal 2 Pi oder x gleich so Pi minus Pi Viertel plus n mal 2 Pi oder, das ist der vordere hier, jetzt kommt der hintere dran, x gleich minus Pi Viertel plus n mal 2 Pi oder x gleich, ja, Pi plus Pi Viertel, minus minus gibt ja plus, plus n mal 2 Pi. Da müssen wir mal schauen, inwiefern wir das gut zusammenfassen können noch. So, was haben wir hier im Angebot stehen? Den ersten kann ich noch nicht so gut ändern. Der zweite ist dann 3 Viertel Pi. Wir haben also hier einen halben Pi Unterschied. Ach, wir haben die Viertel vergessen.
So, was sehen wir dann? Wir sehen dann hier, nach da, mal Pi halb Unterschied. Hier haben wir auch Pi halber Unterschied. Dann hier und hier. So, und von hier nach hier haben wir auch Pi halber Unterschied. Das heißt also, wir haben unser Intervall von 0 bis 2 Pi. So, diese vier verschiedenen x-Bereiche, die kann man jetzt an sich zusammenfassen bei, wenn ich mir genau gucke, im Bereich von 0 bis 2 Pi, den Bereich, den ich da habe, da werde ich dann hier Pi Viertel. So, was haben wir noch im Angebot? 3 Viertel Pi, 5 Viertel Pi. Und 7 Viertel Pi. Somit sehen wir dann da immer, dass wir hier immer plus Pi halbe haben. Das heißt also, mein x wäre gleich Pi Viertel plus n mal Pi halbe für alle n Element z. So, und da kann ich natürlich eine schöne Lösungsformel dazu schreiben mit Menge aller x, mit der Eigenschaft.